Hallo Mädels und Jungs, was macht der Biker im Winter, wenn er nicht Motorrad fahren kann? Die meisten spielen, andere basteln. Und zwar ein Kettenschmiersystem. Natürlich gibt es einige Kettenschmiersysteme zu kaufen. Den Namen nenne ich nicht, oder die Namen, denn ich möchte keine Werbung machen, aber sie kosten natürlich, wenn sie vergünstigt sind, so ungefähr 80 Euro. Normalerweise die mechanischen mit Unterdruck um die 130. Und wenn man elektronische haben möchte, dann bezahlt man, sage und schreibe, 249 Euro in etwa. Und das nicht, da ich ein fixes System nicht wollte, habe ich mich ein wenig im Winter damit beschäftigt, eines selber zu bauen. Und zwar muss man sich überlegen, ob man ein System haben möchte, das mit Unterdruck funktioniert oder ein elektronisches. Und natürlich habe ich ein elektronisches gemacht. Und man sieht hier zwei Drehknöpfe auf meinem Kästchen, das vorne am Lenker montiert ist. Und zwar haben wir hier ein elektronisches System, mit dem ich meine Kettenschmierung einstellen kann. Der rechte Knopf ist dafür da, um den Intervall, also die Pause, einzustellen. Er steht jetzt zurzeit auf 70 Sekunden, also 1 Minute und 10 Sekunden. Und der linke Knopf ist dazu da, die Tropfmenge einzustellen, und der steht jetzt natürlich am untersten Ende. Sollte die Anlage mein Leer sein, dann braucht man nur hinaufdrehen und kann sozusagen die Anlage entlüften. Was braucht man alles? Ein elektronisches System, mit dem man ein Magnetventil steuert. Und zwar muss das eine Intervallschaltung sein. Am besten man nimmt einen NE555. Das ist ein Zeitglied und mit dem kann man relativ schnell eine Schaltung aufbauen. Dann natürlich dieses Magnetventil, einen Tank, und man braucht einen Injektor. Und das zeige ich euch gleich. So, die Schaltung muss man einfach nur an Zündungsplus schalten. Dann braucht man noch ein Kabel, das vom Leerlaufschalter kommt. Sobald die Leerlaufkontrolle ausgeht, soll die Schaltung anfangen zum Arbeiten. Denn wenn sie am Stand läuft, soll nicht ständig das Öl tropfen. Und man braucht einen Öltank. Meiner ist aus meiner alten Motorsäge, die kaputt gegangen ist und sich nicht mehr ausgezahlt hat zu reparieren, habe ich hier den Öltank hineingeklebt. Der hat einen Inhalt von knapp 100 Milliliter, also für einige tausend Kilometer gut. Dann braucht man ein Magnetventil. Dieses Magnetventil habe ich gekauft im Internet, kostet 15,90 €, also sehr günstig. Dann natürlich noch einen Benzinschlauch, der halt nicht nur Benzin und Öle, auch Säuren aushält, und den muss man nur nach unten verlegen. Und damit das Ganze natürlich auf die Kette tropft, hier der Messinginjektor, der dann das Öl direkt auf die Kette bringt. Und ich habe mich natürlich nicht für einen einfachen entschieden, weil die Kette dann nur auf einem Punkt, also außen, geschmiert werden würde, sondern ich habe mich für einen Dual-Injektor entschieden und habe in einem dickeren Messingrohr mit Außendurchmesser 5 mm zwei kleinere hineingegeben, das Ganze verlötet, noch auf eine Platte gelötet, dann mit Schrumpfschlauch ummantelt, damit ein gewisser Schutz da ist, und hier einen roten Schrumpfschlauch, damit man sieht,
der Schlauch ist bis zum Anschlag hinaufgeschoben. Ja, das war es im Prinzip. Wenn man die Kosten zusammennimmt, das Relais hat mir im Internet, wie schon erwähnt, 15,90 € gekostet. Der Tank aus meiner alten Motorsäge nichts. Ein Benzinschlauch kostet in etwa 3 € pro Meter. Ich habe zwar 1,5 Meter gekauft, obwohl ich nur einen knappen halben gebraucht habe. Die Messingröhrchen haben gemeinsam gekostet 10 €. Und die Schaltung hat in etwa mit Gehäuse und allem drum und dran 30 € gekostet. Also habe ich nicht einmal Kosten von 50 € gehabt und einen netten Zeitvertreib im Winter zum Basteln. Es funktioniert hervorragend. Zur Funktion: die Entlüftung geht sehr rasch. Man dreht den linken Dreher ganz nach oben bis zum Anschlag, dann bleibt das Relais ständig angezogen und die Anlage entlüftet sich innerhalb von einer Minute. Danach dreht man die Zündung wieder ab, stellt den Knopf wieder auf Minimum und stellt hier die Zeit ein. Die normale Zeit beim Fahren werden so in etwa 60 bis 80 Sekunden sein. Bei Regen kann man das Ganze dann hinunterstellen auf 50 Sekunden und somit bekommt die Kette mehr Öl und wird bei Feuchtigkeit oder bei Regen besser geschmiert. Und da mir das ständige Kettenschmieren mit dem Spray oder auf langen Touren, muss ich immer einen Spray mitnehmen, mich schon sehr genervt hat, habe ich mir über den Winter dieses Gerät gebaut, dieses Kettenschmiersystem, das ich dann nicht nur hier in meiner Freeman, sondern in jedem anderen Motorrad mitnehmen kann.